For English, Japanese, Chinese, Spanish or Russian subtitle, activate the subtitle button, please. Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde zur neuen Folge von Reptil-TV. Erstmal hier zu meinem hübschen Intro-Tierchen, eine Stenosaurus pectinata, Schwarzleguan, in dem Fall als Panda-Farbvariante. Also für mich super hübsch, super schön. Er hat leider recht scharfe Krallen, deswegen auch hier der Handschuh. Ne? Also das Tier selber ist lieb und brav, aber wenn der Gas gibt, dann sind meine Ärmel zerkratzt, mehr wie sie eh schon sind, deswegen die Handschuhe. Aber den wollte ich euch heute mal zeigen. Absolut super schönes Tier, Männchen, Subadult. Wobei das Thema der heutigen Folge werden die Teppichpython sein. Um die Kollegen hier geht es in unserer heutigen Folge, um die Teppichpython bzw. auch Rautenpython, im Englischen Carpet Python. Wissenschaftlich ist es Morelia spilotes bzw. Die Morelia Bradley und Morelia carinata gehören eigentlich auch zu den Rauten bzw. Teppichpythons, also früher, gerade der Bradley war früher auch Morelia spilotes Bradley. Mittlerweile ist er als eigene Art geführt, als Morelia Bradley, aber gehört auch in den Komplex, werden wir heute auch mitbehandeln. Schöne mittelgroße bis große australische Pythons haben ein riesen Verbreitungsgebiet, deswegen auch so viele Arten, Unterarten, sehr variabel, also von der Größe bis zur Färbung recht variable Pythonart. Da wollen wir euch heute einiges drüber zeigen. Der Teppichpython kommt aus Australien. Das machten oder hatten früher in der Terroristik wahnsinnig rar gemacht. Ne? Also früher einen Teppichpython zu bekommen, ich erinnere mich vor 25 Jahren ungefähr, wo ich angefangen habe mit der Terroristik, da hat in der ehemaligen DDR ein Hallbeck hieß er, mir fällt gerade sein Vorname nicht ein, sorry, dass ich mich nicht dran erinnere, Hallbeck, falls du das siehst, der hat Teppiche gezüchtet, da bin ich noch in die Ex-DDR gefahren und habe bei dem Teppichpythons gekauft. Das war eine Sensation. Ne? Also das war wirklich der Kracher, wollte jeder Teppichpythons haben. Mittlerweile sind die wirklich gut zu bekommen, viel zu bekommen, fast zu viel zum Teil, dass sie schon die Preise so runtergehen, dass es schon fast schade ist. Ne? Wie gesagt, Hintergrund, wieso die so selten waren früher in der Terroristik, ist, sie kommen aus Australien, Verbreitungsgebiet ist, man kann fast sagen, rundrum um, also vom australischen Kontinent, die ganzen Randgebiete, dort ist es feuchter, das sind eigentlich so die Wald-Regenwaldgebiete in Australien, da leben die Teppichpythons im zentralen australischen Land, wo es in der Regel einiges trockener ist. Findet man keine, beziehungsweise der Morelia Bradley kommt ganz mittendrin in Australien vor. Ansonsten gibt es noch auf Papua-Neuguinea, gibt es nur den Morelia spilotes McDowellii, der auch außerhalb vom australischen Kontinent vorkommt. Das ist so das Verbreitungsgebiet dieser Tiere. Australien hat ja ein absolutes Exportverbot, deswegen alles, was in der Terroristik an Teppichpythons, Rautenpythons verfügbar ist oder gezüchtet wird, sind alles mehr oder weniger uralte Bestände, die vor Jahrzehnten mal exportiert wurden und jetzt in der Terroristik weltweit weitergezüchtet werden. Wie gerade angesprochen, haben die Teppichpythons wirklich ein riesen Verbreitungsgebiet. Ne? Einmal um Australien rundherum und dann sogar noch Papua-Neuguinea. Und genauso riesig wie dieses Verbreitungsgebiet sind auch die Größenunterschiede. Hier habe ich jetzt einen ganz relativ frisch geschlüpften, also erst noch in der ersten Haut, einen Jungle-Teppichpython, ne? Morelia spilotes Cheney. Die bleiben relativ klein, überschaubar, also zwischen, sagen wir mal, 1,70 bzw. oder knapp 2 Meter ist das noch recht anständige Größe. Es gibt wirklich riesengroße Trümmer, also die Audi McDowellii, die werden bis an die 4 Meter. Also ich erinnere mich mal auch, vor etlichen Jahren war ich mal bei einem Terrarianer, Frankfurter Raum war das, glaube ich, und der hatte Teppichpython und da sehe ich einen Teppichpython im Terrarium liegen, der war so fett wie eine große Boa. Ne? Und ich sehe da den Teppichpython, ich konnte es gar nicht fassen, was das für ein Riesenprügel ist und auch mit was für einem Durchmesser. Ne? Also wie gesagt, bis 4 Meter kann das gehen. Was auch noch wegen des
tricky an der ganzen Geschichte ist, ich habe vorher gesagt, die kommen aus Australien, die ganzen Bestände sind seit Jahrzehnten in der Terroristik und vor allem früher ging alles kreuz und quer. Ne? Da hat man alles, was irgendwie nach Teppichpütern aussah, miteinander verpaart und verkreuzt und hat, würde ich fast mal behaupten, nur noch sehr wenige wirklich reinrassige Tiere heutzutage. Ne? Man kann es auch schlecht nachweisen, welches Tier ist noch wirklich so rein wie in Australien. Also von dem her auch schwer immer ein wenig abzusehen, wie groß wird mein Tier. Ich denke, wenn es aus seriöser Quelle kommt und ihr euch so einen Cheney kauft, sollte er nicht mehr wie 2 Meter werden. Kauft ihr von den anderen Sachen Variegata oder so diese, eigentlich die meisten Sachen, wenn die Leute oder wenn die Züchter nicht wissen, was man hat, dann läuft es eigentlich in der Regel unter Morelia Spilotis Variegata und dann ist wirklich ein kleines Überraschungspaket, wie groß die Tiere werden, ob nur 2 Meter oder womöglich 3,50 Meter oder gar 4 Meter. Kommen wir zum Terrarium vom Teppichpütern. Teppichpütern sind auch tropische Schlangen natürlich, die brauchen es auch sehr warm. Tag und Nacht warm, muss Tag und Nacht beheizt werden. Ne? Also ich würde mal sagen, vom Klima ähnlich wie die Boa Constrictor zum Beispiel, tagsüber runde 30 Grad, nachts gehen wir runter auf 24, 25 Grad. Das Ganze am besten per Heat Panel beheizt, also mein Favorit seit einigen Folgen, ihr habt es selber erlebt, sind die Heat Panels, machen wirklich eine tolle, gleichmäßige Wärme, vom Energieverbrauch recht gut. Damit heizen, am besten das Ganze über einen Thermostat steuern, dann könnt ihr Tag- und Nachtabsenkung über den Thermostat regeln. Thermometer natürlich rein, damit ihr die Temperatur überwachen könnt. Dann bei der Beleuchtung, jeder, der mich bzw. Reptil-TV kennt, kennt meinen klassischen Spruch, Beleuchtung wäre völlig wurscht und UV-Licht ist sowieso Quatsch bei Schlangen. Ich muss zugeben, beim Teppichpütern bin ich mir selber nicht ganz sicher. Man liest immer wieder in der Literatur, dass Teppichpüterns UV-Licht wollen. Es gibt Morelia-Arten, zum Beispiel der Morelia boleni, da weiß man, der braucht definitiv UV-Licht, der legt sich wirklich in die Sonne und sonnt sich. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch Teppichpüterns das Sonnenlicht manchmal ganz gern haben und dementsprechend UV-Licht zumindest mögen. Ich bin mir sicher, man muss kein UV-Licht haben. Ich weiß von den meisten Züchtern, ich würde mal behaupten, 95% der Züchter züchten ohne UV-Licht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Teppichpüterns UV-Licht ganz gern mag. Deswegen hier so symbolisch ein bisschen hier die UV-Beleuchtung. Ist sicherlich ein Punkt, den man die nächsten paar Jahre oder wo man die nächsten paar Jahre noch mehr drüber weiß. Und oder beziehungsweise ihr könnt es ja mal selber ausprobieren, macht mal UV-Licht rein, ihr seht selber, wie die Tiere drauf reagieren. Ich könnte mir vorstellen, es tut denen ganz gut. Eine Ausnahme von dem, was ich gerade erzählt habe, ist der Diamantpython, Morelia Spilotis Spilotis. Der braucht die Haltung wirklich deutlich kühler. Also ich würde bald mal sagen, den hält man fast vergleichbar mit einer einheimischen Natter hier, ne, oder einem einheimischen deutschen Reptil. Der braucht wirklich am Tag vielleicht Mitte 20, gut örtlich, auch einen Wärmespot, wo es ein bisschen hoch geht, auf die 30 Grad oder sowas. Nachts runter, also selbst in der warmen Zeit deutlich unter 20 Grad nachts und im Winter das Ganze noch deutlich kälter. Viele gehen runter bis auf 10 Grad oder sowas. Ganz wichtig bei Diamantpütern. Also zum einen zum Züchten ganz wichtig. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe mal jahrelang welche gehalten, wollte die züchten. Da hat sich einfach gar nichts getan. Ich denke, ich hatte es auch noch immer zu warm. Obwohl wir die Tiere im Büro hatten, war es zu warm vom Klima her. Also die brauchen es wirklich knackig kalt, um dann zu züchten. Merkt man auch, der Diamantpütern wird generell wirklich wenig gezüchtet, es gibt wenig Nachzuchten. Man kriegt oft die Crossings, ne, die Diamant-Jungle-Crossings, dann tut man Cheney mit Diamant verpaaren. Dann züchten die gut, aber das kann ja nicht Sinn und Zweck sein, dass ich da irgendwelche Hybriden züchte, damit sie dann gut züchten. Also den ist natürlich toll, wenn man den Spilotis reinrassig züchtet, dann wirklich knackig kalt halten, nicht wie gerade beschrieben die anderen Teppiche. Dann kommen wir zur Terrarieneinrichtung generell. Der Teppichpütern ist ein sowohl Baum- wie Bodenbewohner. Also ich halte es für falsch, dass wir den Teppichpütern zum reinen Baumbewohner machen. Ne? Der Teppichpütern ist kein Chondropython oder keine Schlange, die wirklich permanent irgendwo im Baum hängt. Deswegen wirklich ganz wichtig, Verstecke anbieten. Ne? Entweder diese Magnetboxen hier, Moos natürlich drin oder so einfache
Schlupfhöhlen, auch ein bisschen Moos reinlegen, wo die sich drin verstecken können. Nehmen die wahnsinnig gern an, werdet ihr sehen, absolut wichtig. Natürlich aber brauche ich auch Klettermöglichkeiten für die Tiere. Ich brauche ein hohes Terrarium, ne, damit sie auch die Möglichkeit haben zu klettern. Also so eine Mischung aus beidem, ne, bietet denen, was er von den Bodenbewohnern kennt, an, diese Versteckhöhlen mit Moos, und bietet denen aber auch die Klettermöglichkeiten an. Und ihr werdet sehen, die werden beides nutzen und werden beides gebrauchen. Zur Terrariengröße beim Teppichpython. Er gilt in Deutschland auch laut Richt- oder laut Haltungsrichtlinie als Baumbewohner. Das heißt, Tiere unter 2 Meter brauchen 0,75 Breite, also 0,75 mal die Körperlänge als Breite, 1,0 mal die Körperlänge als Höhe. Und bei Tieren ab 2 Meter wird das Ganze ein bisschen in der Relation kleiner, 0,5 mal Körperlänge in der Breite und 0,75 in der Höhe, immer jeweils mal Körperlänge. Dann kommen wir zum Handling von den Teppichpythons. Generell muss man sagen, alle Teppichpythonarten sind wirklich unheimlich umgänglich, beißunlustig, würde ich mal sagen. Manchmal sind sie gleich wegen agil, ne? Sie probieren rumzukriechen, ein bisschen ungestüm, aber ich habe es wirklich ganz selten erlebt, dass sie mal beißen, oder ich wüsste nicht, wann ich mal gebissen worden bin. Es tut weh, wenn sie beißen, weil sie haben relativ lange Zähne, fressen in der Natur sicherlich auch Vögel oder was in der Art, dadurch relativ lange Zähne, also macht es Aua, wenn die zubeißen. Zu meinem Beispieltierchen hier, das ist jetzt Morelia Bradley, auch mal geschwind noch bisschen ab vom Thema, noch kurz zu den Bradleys geschwenkt. Früher absolute Raritäten, die Bradleys. Ich erinnere mich vor vielleicht 15 Jahren in USA, Daytona auf der Börse. Da gab es so die ersten Bradleys, der Casey Lasig aus USA hat die ersten Bradleys gezüchtet und angeboten. Ich glaube, die Pärchen mit $20.000 oder $25.000 gehandelt worden. Mittlerweile kriegt man sie für wenig Geld. Wirklich hübscher Teppichpython, ne, hat dann eher so diese Brauntöne. Wie gesagt, den hier als Beispieltierchen, dass die doch wirklich gut und schön zu handeln sind. Dann zum Thema Fütterung. Großes Tier wie hier, müsst ihr unterscheiden. Habe ich eine reine Terrarienschlange, mit der ich nicht züchte, mit der ich nicht paare, dann reicht bei so einem großen Tier, wenn er der alle 2, 3, 4 Wochen 1 bis 2 große Ratten füttert. Ja, dann bleibt das Tier dick und fett und wird völlig ausreichen. Wenn ihr mit dem Tier paart, sei es, dass es ein Männchen ist, das Paaren tut und dann während der Paarungszeit Fresspausen macht, oder natürlich ein Weibchen, das Eier ausbildet, das Eier legt, das womöglich nach der Eiablage die Eier bebrüten will und auch nicht frisst, ne, dann legen die Weibchen lange Pausen ein. Diese Tiere wirklich jede Woche füttern. Die Pausen kommen von ganz alleine. Ihr füttert jede Woche und wenn Fresspause ist, ist einfach Fresspause. Das gleiche gilt für Jungtiere oder Tiere in der Aufzucht. Ne? Wenn sie wachsen, auch jede Woche füttern. Die brauchen die Energie zum Wachsen und dann, das entspricht, denke ich, auch dem natürlichen Rhythmus von der Größe her. Eine Besonderheit bei den Teppichpythonen und recht überraschend ist, dass die innen drin ein ganz schwarzes Maul haben. Also hat mich am Anfang wirklich überrascht, als ich meinen ersten Teppichpython hatte und das mal mehr oder weniger zufällig gesehen habe. Die haben wirklich ganz schwarze Schleimhäute, schwarzes Rachen, schwarzes Zahnfleisch. Wirklich so eine Besonderheit bei den Tieren. Keine Schlange ohne Farbvarianten mittlerweile. Wobei man sagen muss, bei den Teppichpythonen, die sind schon allein unheimlich interessant, wie gesagt, durch das Riesenverbreitungsgebiet, beziehungsweise es ist halt doch so viel Mischmasch bisschen in der Terraristik, weil seit Jahren, Jahrzehnten ja von Australien nichts Reinrassiges gekommen ist oder zu bekommen ist. Man sieht oder man entdeckt immer wieder Tiere, die irgendwie eine ganz ausgefallene Färbung haben. Also das Tier hier gefällt mir unheimlich gut, weil es so wahnsinnig Schwarzanteile drin hat, so hier in den Seiten. Also ich finde es unheimlich schöne Farbe, dieses Tier. Ich persönlich weiß nicht, wo das herkommt, habe das Tier irgendwann mal durch Zufall bekommen. Könnte jetzt gar nicht genau sagen, so von der Kopfzeichnung her vielleicht ein bisschen Chaney mit drin, aber ich könnte gar nicht sagen, welche Unterart das in dem Fall wäre. Das aber hier so als Beispiel für
für die Variabilität. Es gibt natürlich auch wirkliche Farbvarianten, wie Albino zum Beispiel, den es seit einigen Jahren gibt, mittlerweile auch preislich erschwinglich. Dann gibt es wohl jetzt sowas wie Karamell-Albino, habe ich persönlich noch nie ein Original gesehen. Seit langem gibt es die Jaguar Carpet Pythons. Bei den Jaguar leider das Problem, dass die ähnlich wie Spider Königspythons oder Enigma Leopardgeckos oder so, haben die so neurologisch ein bisschen ein Problem und machen manchmal so Aussetzer, ne? Drehen komisch oder verdrehen den Kopf oder sowas. Also mit den Leopard, das lässt auch schon wieder nach mit der Zucht, weil man echt gemerkt hat, dass die oft wegen einen Schlag schräg haben, würde ich jetzt mal so ganz umgangssprachlich sagen. Und zu guter Letzt gibt es noch die Granit-Carpets, die so eine gesprenkelte Zeichnung haben, die jetzt auch seit einigen Jahren so gezüchtet werden. Das sind so die Farbvarianten, die ich so kenne und die auch in der Terroristik mehr oder weniger erhältlich sind. Zum Thema Krankheiten bei Teppichpythons. Ganz klar, wir haben wie bei allen anderen Schlangen im Terrarium bei schlechter Haltung, wenn ich die zu kühl, zu nass, zu stickig halte, haben wir die Atemwegsinfektionen, die es geben kann, ne, äußert sich durch Schleim in den Mundwinkeln, verklebte Zunge oder dass sogar Schleim rausläuft, ist dann ja recht gut zu erkennen. Nicht zu verwechseln, wenn die Tiere mal trinken, ne, das kann auch sein, die gehen an Trinknapf, trinken was, dann kann auch mal ein paar Tropfen Wasser hinterher nach dem Trinken rauslaufen, das meine ich nicht, aber so dieses Verschleimte, das ist so ein, wie gesagt, wie bei anderen Schlangen auch, so eine Krankheit, die auftritt durch falsche Haltung, würde ich mal sagen. Was ich die letzten 20, 25 Jahre in meiner Carpet-Python-Karriere sozusagen schon, glaube ich, jetzt dreimal hatte, ist, dass sich bei den Tieren an der Zungenwurzel bildet sich da so ein Abszess. Ne? Man sieht es am Anfang, eine leichte Verdickung so an der Kehle und dann wird es immer dicker, dicker und man kann das auch fühlen. Das ist wie so ein Abszess halt. Ne? Ich habe es einmal operieren lassen, ist schon fast 15 Jahre her, von so einer Tierärztin. Damals hatten die auch noch nicht viel mit Reptilien zu tun. Die hat probiert, den Abszess rauszuschälen. Ging so einigermaßen. Wie gesagt, das war an der Zungenwurzel. Das habe ich danach noch zweimal bei anderen Tieren gehabt. Das zieht sich dann auch über Jahre hinweg. Das wird einfach immer dicker. Den Tieren geht es soweit gut, die fressen gut. Aber irgendwann wird es doch mal zu dick und stören. Also ich weiß nicht, ob jemand aus der Community schon mal sowas erlebt hat, speziell bei Teppichpythons. Ich hatte es noch nie bei irgendwelchen anderen Schlangen, aber schon dreimal bei irgendwelchen Morelia spilotis. Deswegen habe ich den Eindruck, dass das vielleicht doch was eher Typisches für die Teppichpythons ist. Zu guter Letzt noch das Thema Zucht. Wie vorher schon mal kurz erwähnt, die Teppichpythons lassen sich, abgesehen vom Diamantpython, alle anderen, auch der Bradley, lassen sich relativ gut züchten im Terrarium. Der auslösende Faktor ist eine Winterruhe. Ne? Im Winter einfach 1, 2, 3 Grad runter oder nachts 3 Grad runter. Reicht schon aus, um die Tiere zum Paaren stimulieren. Wie natürlich jeder Python legen die dann Eier. Können auch recht große Gelege haben, ne? Also bis 30, 40 Eier ist keine Seltenheit. Man sieht auch, da schlüpfen ja wirklich recht kleine Schlänkchen raus, ne? Wenn wir uns an den großen Prügel Vorrat denken, oder das war ja nicht einmal ein übermäßig großer. Und wenn man guckt, wie klein die Babys doch sind, lassen sich, wie gesagt, gut züchten. Die Kleinen dann ans Fressen zu bringen, kann am Anfang gleich ein bisschen ein Geduldsspiel sein. Meiner Erfahrung nach, lebende Babymäuse gehen sie wirklich am liebsten ran, gehen auch recht gut ran. Manchmal muss man sie am Anfang noch ein wenig ärgern. Ich würde die Babys am Anfang definitiv einzeln halten. Auch das stimuliert sie zum Fressen. Wie gesagt, Terrarium mit Versteckbox anbieten, mit einem kleinen Kletterast anbieten. Und dann gehen die wirklich recht bald an lebende Babymäuse. Auch noch interessant, die erste Häutung kommt relativ spät. Ne? Nicht wie bei einem Königspython, dass der sich nach einer Woche gleich mal häutet. Ich glaube, bei den Teppichpythons, da kann das 3 bis gar 5, 6 Wochen gehen, bis die das erste Mal häuten. Und zum Teil fressen sie schon vor der ersten Häutung, manche fressen auch nach der ersten Häutung. Wie immer zum Schluss der Verweis auf gute Literatur. Über den Teppichpythons oder über die Teppichpythons gibt es auf Deutsch leider nicht viel oder fast gar nichts. Hier vom Mark Menze, Rautenpythons, gutes Buch, kann ich definitiv empfehlen. Ist auch alles querbeet über die ganzen Spilotis und auch Bradley und so weiter mit drin. Lest es euch durch, wenn ihr die Möglichkeit habt.
In Englisch gab es noch von den Barkers, ne, die waren mal früher auch ganz bekannt mit den Teppichpythons, Pythons of the World, Volume 1, Carpet Pythons, glaube ich, so offiziell nicht mehr erhältlich, nur noch gebraucht, antiquarisch, natürlich auch ein tolles Buch gewesen, damals richtungsweisend. Das kann ich euch empfehlen. Ansonsten bleibt mir treu, checkt my boards und checkt auch mal die Carpet Pythons. Kommt Flaschner Teil 2. Guck mal da rein. Tschüss, Roland. Wenn ich die Hände im Sack habe, sieht man das. Man sieht alles. Sieht alles in der Misere aus. Mein Intro-Tierchen heute, hier so ein schöner Xenosaurus. Jetzt wisst ihr, wie er heißt, gell? Das ist ein Scheiß. Adam! Ja? Wie heißen die Schwarz-Leguane? Ganz schöne Mähne. Ja. Stella sagt immer, wenn wir Reptil-TV drehen, sehe ich aus wie so ein Schlumpf. Ich glaube, es war wieder leicht emotionslos zum Schluss, gell?